heute hier mit einem sehr internationalen Publikum, das ja hier ist, über Fake News, Hate Speech, faktisch die Kommunikation in digitalen Medien, im politischen Umfeld zu sprechen, zu diskutieren und zu überlegen gemeinsam, wie wir auch einen ordentlichen politischen Diskurs in Zukunft noch führen können. Naja, er steht zumindest momentan unter Druck. Also wir erleben, dass er sich verändert hat mit den digitalen Medien. Und ich glaube, es sind einfach auch neue Kompetenzen gefragt in Zukunft, um in der Demokratie auch gute Lösungen entlang von Fakten und nicht von Behauptungen zu finden. Und da ist mit Sicherheit einiges zu tun. Sie fordert sie auf jeden Fall heraus und sie verändert sie. Also ich glaube, wir können heute noch nicht sagen, wie das am Schluss aussieht. Ich hätte vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren wäre ich negativer gewesen. Inzwischen sieht man, dass es eben viele Initiativen auch gibt und viele Menschen versuchen irgendwie auch dem Hass, der zeitweise Überhand genommen hatte und was entgegenzusetzen, sowas wie Ich bin hier oder so, die dann wirklich auch Gegenrede organisieren. Und man hat schon das Gefühl, dass die Leute lernen im Umgang mit diesen Phänomenen. Das sind ja Phänomene, die auch organisiert sind, das muss man einfach auch sagen. Und jetzt wird eben auch mal die andere Seite organisiert. Und ja, also ich glaube, es ist too early to call, wie es ja immer so schön heißt bei Wahlen. Also wir wissen das nicht. Ich bin aber sehr viel optimistischer, dass man das in den Griff kriegt, als noch vor einem Jahr, vor 2, vor 3. Das ist ein großer Komplex. Also ich glaube, was definitiv wir alle merken, ist, man hat andere Kontakte mit viel mehr Menschen. Man begegnet viel mehr Meinungen. Ich habe irgendwie 4000 Facebook-Freunde, von denen ich wahrscheinlich immerhin vielleicht 1000 Mal irgendwann getroffen habe, aber viele eben auch nicht. Nichtsdestotrotz empfinde ich das auch an vielen Stellen als Bereicherung. Wir sind alle irgendwo auch nicht mehr nur Konsumenten von News und Medien, sondern eben auch Sender geworden und ist natürlich eben auch eine neue Art von Verantwortung, sowohl beim Konsum, das Richtig vom Falschen, das Gute vom Schlechten zu trennen, als auch dann, wenn man selber sendet, vielleicht auch eine ordentliche Reichweite hat, weil es eben was anderes ist, ob man mal einen dummen Spruch an einem Stammtisch fallen lässt mit seinen 3 Skatbrüdern oder ob man einen dummen Spruch fallen lässt, wenn einem 4000 Leute zuhören und vielleicht das auch für bare Münze nehmen. Also Hildegard Hamm-Brücher, Gott hab sie selig, eine große deutsche Demokratiepolitikerin, die hat mal irgendwann gesagt, Demokratie, das sind wir alle. Und das ist ja einfach so. Also vielleicht ist das auch in den letzten 2, 3 Jahrzehnten ein bisschen verloren gegangen. Wir haben uns irgendwie, also lief ja alles ganz glatt und man musste sich nicht groß engagieren und man konnte auch so halbgebildet sein. Ein Blick mal in die Tageszeitung, der hat irgendwie gereicht. Aber am Schluss, wenn man nichts dafür tut, dass die offene Gesellschaft weiter so existiert, wie sie derzeit existiert, dass die europäische Einigung weiter so existiert, wie sie derzeit existiert, dass man sie vielleicht auch voranbringt, wird es das irgendwann nicht mehr geben. Ja, das ist einfach, das ist was vom Mitmachen lebt. Und jeder von uns hat Leute im engsten Umfeld, auch wenn er nicht drüber nachdenkt, die das negativ betreffen würde. Und dann betrifft es einen auch selbst.